Navigieren bei den Prothesenkosten, Europa vs. Tain Viertlerkai. Prothesen sind medizinische Geräte, die Menschen mit Amputationen oder Geburtsfehlern helfen, ihre Mobilität und Lebensqualität zu verbessern. In Europa und der Tain Viertlerkai gibt es Unterschiede in Bezug auf die Kosten und den Zugang zu Prothesen. In diesem Video werden wir diese Unterschiede genauer betrachten und die Vor- und Nachteile jedes Systems diskutieren. In Europa sind Prothesen in der Regel teurer als in der Tain Viertlerkai. Dies liegt hauptsächlich an den höheren Lebenshaltungskosten und Lohnkosten in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Die Krankenkassen in diesen Ländern decken oft einen Teil der Prothesenkosten ab, aber die Patienten müssen ein Viertel den Rest selbst bezahlen. Dies kann für ein Viertel eher viele Menschen eine finanzielle Belastung darstellen, insbesondere wenn sie eine hochwertige Prothese benötigen, die Tausende von Euro kosten kann. In der Tain Viertlerkai hingegen sind die Prothesenkosten in der Regel deutlich niedriger. Dies liegt zum Teil daran, dass die Lebenshaltungskosten insgesamt niedriger sind und die Lahni für ein Viertel eher medizinisches Personal niedriger sind. Darüber ein Viertel BER hinaus sind die staatlichen Krankenhäuser in der Tain Viertlerkai oft in der Lage, Prothesen zu subventionierten Preisen anzubieten, was den Zugang für ein Viertel eher Menschen mit begrenztem Einkommen erleichtert. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen Europa und der Tain Viertlerkai ist der Zugang zu Technologie und Innovation in der Prothesenherstellung. In Ländern wie Deutschland und den Niederlanden gibt es viele hochspezialisierte Prothesenhersteller, die fortschrittliche Technologien und Materialien verwenden, um maßgeschneiderte Prothesen zu entwickeln. Diese Prothesen sind oft sehr teuer, aber bieten eine hohe Qualität und Funktionalität. In der Tain Viertlerkai gibt es auch einige Prothesenhersteller, die auf hohem Niveau arbeiten, aber der Zugang zu diesen Produkten kann begrenzt sein. Viele Prothesenträger in der Tain Viertlerkai ein Viertel in sich mit Standardprothesen Bedner ein Viertel gehen, die möglicherweise nicht ihren individuellen Beda ein Viertelöffnissen entsprechen. Dies kann zu Komplikationen und Unannehmlichkeiten FA ein Viertel rennen, die Lebensqualität beeinträchtigen. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den es zu Bera ein Viertel sichtigen gilt, ist die Nachsorge und Wartung von Prothesen. In Europa gibt es oft spezialisierte Rehabilitationszentren und Physiotherapeuten, die Menschen mit Prothesen bei der Anpassung und dem Training unterster ein Viertel sehen. Dies kann dazu beitragen, Komplikationen zu vermeiden und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. In der Tain Viertlerkai kann der Zugang zu solchen Dienstleistungen begrenzter sein, insbesondere in ländlichen Gebieten. Viele Prothesenträger haben möglicherweise Schwierigkeiten, regelmäßige Nachuntersuchungen und Anpassungen vornehmen zu lassen, was zu Problemen FA ein Viertel rennen kann. Es ist wichtig, dass Menschen mit Prothesen Zugang zu einer angemessenen medizinischen Versorgung haben, um sicherzustellen, dass sie ihre Prothesen optimal nutzen können. Abschließend kann gesagt werden, dass es sowohl in Europa als auch in der Tain Viertlerkai Vor- und Nachteile in Bezug auf die Prothesenkosten und den Zugang gibt. In Europa sind die Kosten oft höher, aber es gibt Zugang zu hochwertigen, maßgeschneiderten Prothesen und spezialisierten Rehabilitationsdiensten. In der Tain Viertlerkai sind die Kosten niedriger, aber der Zugang zu hochwertigen Prothesen und Nachsorgediensten kann begrenzt sein. Es liegt an jedem Einzelnen, die Vor- und Nachteile abzuwägen und die beste Entscheidung FA ein Viertel eher sich zu treffen. Es ist wichtig, dass Menschen mit Prothesen die unterste ein Viertel Zung erhalten, die sie benötigen, um ein FA ein Viertel LTS und aktives Leben FA ein Viertel rennen zu können. Egal ob in Europa oder der Tain Viertlerkai, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten sollten immer an erster Stelle stehen.